Dann teuer. Razor zeigt uns jetzt mal, wie es richtig geht. Okay. Ja. Oh mein Gott, you're gonna get fucked. Ich will das unbedingt sehen, das ist das Spannendste. Ey, ich hab heute so wenig gezockt, ich muss irgendwas zocken. Also, ja. Also wir ziehen heute Grand Finals vor. Ja. Razor gegen Slippy. Puyo Puyo Tetris. Let's fucking go. Mach. So, Frantic 4 Player Puzzle Masher. Let's freaking go. Squad Strike hatten wir auch und String Single Joy-Cons hatten wir auch. Wenn gedreht wird und Puyo Puyo kommt, dann wird er in der Bahn gehalten. Oh, guckt euch dieses Gameplay an. Ah, nee. Oh, falsche Tags. Weil jemand wieder falsch rum eingetragen hat. Ich hab nicht eingetragen. Hast du nicht eingetragen? Ich hab nicht eingetragen. Wer trägt denn hier ein? Irgendwelche Leute gehen hier einfach random ran. Okay, und was haben wir hier? Bisschen Button-Check gemacht? Mann, ich kann hier doch gar nicht kämpfen. So, okay, dann mal los hier. Die Frage ist, welchen Charakter nehmen wir? I'm playing Rulu. Oh, Rulu. Top-Tier-Choice, I have to say. Machen die einen Unterschied, die Charaktere? Nein. Doch, sie sehen besser aus. Es gibt dir Style-Bonus. Style-Advantage. Und wir fangen an mit Puyo Puyo Tetris. Mit Puyo Puyo. Ich kann das schon mal drehen, wenn du möchtest und für Volks. Ja. Komm her. Gegen Ja, ihr beide spielt jetzt. Komm, gib mir's doch. Fraser Stage? Nein! Okay, warte, ist okay. Ist okay. Kann ich mein wenigstens. Ich hätte zwar lieber Puyo Puyo gespielt, aber. Das ist nicht so. So, okay. Oh, wir haben hier cleanes Gameplay hier. Das Puyo Board ist fast leer auf Slippys Seite, aber jetzt hier, oh Tetris hier, jetzt geht's jetzt richtig ab. Ich weiß nicht, ob sie richtig sind. Ja, doch. Frasers links. Maurice. Also Slippy, der holt hier richtig. Oh no! He punted! Du musst deinen Tetris hier früher einlösen, damit er überhaupt. Das Fight nützt sich kommen. Falsches Match. Oh, was war das für eine Combo? Und das Comeback! Oh, was? Es war alles nur ein Setup! Es war alles nur ein Setup! Er hat Puyo Puyo Combo gemacht. Für den Win. Wenn er mit einem Move mehrere hintereinander kreiert. Ja, aber nicht. Muss erklären, dann das Puyo Puyo Combo. Also mindestens. Also ab 2 ist halt ein Combo. Ja, aber das war nicht geschehen. Aber er hat eine krasse Vierer-Chain bekommen. Dann hat er instant hier die Dings bekommen. Die Penalty. Das hat ihn dann gefickt davor. Genau, dann konnte er nicht clearen schnell genug. Also Frasier hat das Board sehr schön gesetupt bei Puyo Puyo. Da muss man mit Strategie rangehen. Puyo Puyo ist tatsächlich schwieriger als Tetris, würde ich sagen. Du musst mehr vorausplanen, dein Board. Problem ist, ob er mit Tetris carryen kann oder nicht. Oh. Weil das im Puyo Puyo Board sieht schon nicht gut aus. Also. Frasier geht hier lieber für das für Setup. Will noch nicht eincashen, jetzt geht jetzt für die Zweier-Chain. Oh, Swap-Combo auch noch. Was ist denn Swap-Combo? Ich weiß noch nicht, was Swap-Combo ist, aber scheint ziemlich stark zu sein. So,
Weil ich gerade Daibongi verabschiedet habe. Ja, heute das letzte Mal da. Ich bin Kiste. Yes. Ja, okay. Eigentlich Kaguya-Man. In unserem ersten Set hatte aber Captain Falcon Sommer. Captain Falcon. Und Gendo. Sieht nicht gut aus hier für Slipknot auf der rechten Seite. Wer ist links, wer ist rechts? Na, wer ist wohl rechts? Oh, aber in Puyo sieht es ja nochmal ganz anders aus hier. Ja, Fraser spielt in Puyo. Aber Fraser ist in Puyo behind, oder nicht? Ja, Fraser ist links. Fraser ist links, ja, warum ist er in Puyo behind? Slipknot hat hier so richtig clear. Jetzt muss Alter Clay, was geht? GG's. Berlin Nummer 1 besiegt. Was quick and easy. Wow. Disrespect. Alter, das ist die Kiste.